Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Oldenburger Weltbürgervereinigung feiert ihr zweijähriges Jubiläum. Ich möchte Ihnen über die Entstehung und Entwicklung unserer Vereinigung einige Informationen vermitteln. Doch zunächst sollen Sie erfahren, wer zu Ihnen spricht. Mein Name ist Ernst Heinrichsohn, ich wohne seit 1980 in Oldenburg und übernehme gerne die Verantwortung für diese Sendung. Die Gründung der Weltbürgervereinigung am 1. August 1986 hatte wie andere Zusammenschlüsse auch eine eigene Vorgeschichte. Wenigstens 7 Personen mussten die im Satzungsentwurf vorgeschlagenen gemeinsamen Ziele fördern wollen. Die Motive zur Förderung von gemeinsamen Zielen entstehen meist durch eigene Lebenserfahrung. Bei den Gründungsmitgliedern der Weltbürgervereinigung spielten negative Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und die danach folgenden Umweltzerstörungen eine wesentliche Rolle für den Zusammenschluss. Die Gründungsmitglieder wollten mit vereinten Kräften Weltbürgerbewusstsein und Völkerverständigung fördern, damit auf dieser Grundlage ein demokratischer Weltstaat mit begrenzter Zuständigkeit für Friedenssicherung und Umwelterhaltung entstehen kann. Meine eigene Motivbildung für unsere Satzungsziele begann schon auf den Schlachtfeldern an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit sah ich als Verwundeter auf einem Verbandsplatz um Hilfe schreiende Soldaten mit zerfetzten Körperteilen. Diese hilflosen Menschen mussten einen qualvollen Soldatentod sterben. Nach dem Ende dieses furchtbaren Krieges mit 55 Millionen Toten und noch mehr Verwundeten war ich in der Versorgungsverwaltung für Kriegsopfer und Hinterbliebene beschäftigt. Dort begegneten mir Kriegsbeschädigte, die bis zu ihrem Lebensende schwerste körperliche und geistige Funktionsausfälle ertragen mussten. Zu diesen Schwerstbetroffenen gehörten Blinde mit zusätzlichen Arm- und Beinamputationen, Hirnverletzte mit epileptischen Anfällen und geistigen Ausfallserscheinungen, Querschnittsgelähmte und mehrfach amputierte Rollstuhlfahrer. Der sinnlose Zweite Weltkrieg hinterließ millionenfaches Leid unschuldiger Menschen in allen Staaten, die vom Krieg betroffen waren. Das Nachkriegsende begonnene Wettrüsten der Supermächte mit Atomwaffen hätte alle Menschen der Erde mehrfach töten können. Die Menschen unserer Erde leben seitdem in einer globalen Gefahrengemeinschaft. Diese globalen Atomwaffengefahren könnten durch einen Weltstaat mit der Zuständigkeit für Friedenssicherung beseitigt werden. Eine noch größere Gefahr für das Überleben der Menschen sehe ich in den zunehmenden Umweltzerstörungen der Industriestaaten und der Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern. Unser überfülltes Raumschiff Erde hat die Grenze der Belastbarkeit überschritten. Trotzdem nimmt die Weltbevölkerung täglich um eine Viertelmillion und jährlich um 90 Millionen Menschen zu. Wir haben mit unserem schnellen Bevölkerungswachstum und den damit verbundenen Umweltzerstörungen schon geschätzte 10% der Tier- und Pflanzenwelt ausgerottet. Die Wüstenregionen haben sich in den vergangenen 100 Jahren verdoppelt. Sie bedecken jetzt schon ein Viertel der Erdoberfläche. Auf der nördlichen Erdhalbkugel sterben die Wälder am sauren Regen und durch Abholzen der letzten Urwälder. Mehr als die Hälfte der riesigen Tropenwälder unserer Erde ist schon vernichtet worden. Die uns vor ultravioletten Strahlen schützende Ozonschicht ist auch schon um geschätzte 10% zerstört. Eine Klimakatastrophe durch zunehmende Luftverschmutzungen ist bereits eingeleitet. Erste Auswirkungen sind längere Dürreperioden, häufigere Schädlingsklagen, mehr Wirbelstürme, Tornados, Hagelschläge, Sturm- und Springfluten sowie Überschwemmungen.
durch den derzeitigen verschwenderischen Verbrauch der fossilen und mineralen Rohstoffreserven droht den künftigen Generationen das Ende des Industriezeitalters. Die Umweltzerstörungen in den Industriestaaten und die Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern bedrohen alle Menschen der Erde. Der von unserer Vereinigung geforderte demokratische Weltstaat soll darum nicht nur für Friedenssicherung, sondern auch für Umwelterhaltung zuständig sein. In Sorge um die Zukunft der Menschen unserer Erde habe ich nach dem Beginn meines Ruhestandes im Oktober 1986 ein Buch mit folgendem Titel geschrieben. Weltstaat und Weltbürgerbewusstsein können die Menschen unserer Erde vor ihrem selbstverschuldeten Untergang retten. Die ersten vier Kapitel des Buches sollen Weltbürgerbewusstsein und Völkerverständigung vermitteln. In den letzten beiden Kapiteln erfahren die Leser, wie ein künftiger Weltstaat mit einer demokratischen Verfassung aussehen könnte. Nach dem Erscheinen des Buches bemühte ich mich um Gründungsmitglieder für einen Weltbürgerverein. Auf einen Artikel in der Oldenburger Nordwestzeitung meldeten sich 8 gleichgesinnte Leserinnen und Leser zur Gründung der Weltbürgervereinigung am 1. August 1996. Seitdem ist die Mitgliederzahl auf über 100 angestiegen. Die wachsende Weltbürgergemeinschaft hat Mitglieder aus allen Bevölkerungsschichten im Alter von 21 bis 92 Jahren. Unsere gemeinsamen Ziele werden gefördert von Arbeitern, Angestellten, Auszubildenden, Studenten, Rentnern, Pensionären, selbstständigen Unternehmern, Wissenschaftlern, Schriftstellern, Zeitungsverlegern, Professoren und vielen anderen Berufsgruppen. Wir wollen uns zu einer globalen Weltbürgerbewegung entwickeln. Schon jetzt bekommen wir anerkennende Schreiben von Spitzenpolitikern aus allen demokratischen Parteien. Sie gratulieren uns zu den bisherigen Erfolgen, schicken uns Umweltliteratur und wollen unsere Ziele in ihre parlamentarische Arbeit einbeziehen. Auch Präsident Bill Clinton und Präsident Boris Jelzin haben sich nicht ablehnend zu unserer Weltstaatsidee geäußert. Ein Weltstaat mit begrenzter Zuständigkeit für Friedenssicherung und Umwelterhaltung könnte die Menschen unserer Erde vor dem schneller werdenden Lauf in die Katastrophen bewahren. In dieser neuen globalen Weltordnung wäre die Weltpolizei zuständig für die Sicherung der Grenzen aller Gliedstaaten. Die Völker der Erde brauchten nur noch Landespolizeikräfte zur Aufrechterhaltung der innerstaatlichen Ordnung. Das vom Volk gewählte Weltparlament würde die Weltgesetze zur Friedenssicherung und Umwelterhaltung für die gegenwärtigen und künftigen Generationen erlassen. Die Verwaltung des Weltstaates wäre zuständig für die Durchführung der Weltgesetze. Weltgerichte würden die Rechtmäßigkeit der Gesetzesanwendung kontrollieren. In dieser neuen Weltordnung könnte das Überleben der Menschen in langen erdgeschichtlichen Zeiträumen gesichert werden. Wer uns helfen will, diese Ziele zu erreichen, kann Mitglied in unserer Weltbürgervereinigung werden. Wir brauchen noch viele Mitstreiter auf dem Weg zu einer globalen neuen Weltordnung. Der Jahresbeitrag beträgt 24 D-Mark, das sind nur 2 D-Mark monatlich. Jedes neue Mitglied hilft uns, die Menschen unserer Erde in einer Gefahrengemeinschaft zu vereinigen und sie mit globalen Weltgesetzen vor ihrem Untergang zu retten. Unsere Geschäftsstelle Max-Beckmann-Straße 44, 26 133 Oldenburg, Telefon- und Faxnummer 0441. 45062 gibt Ihnen gerne weitere Informationen. Verantwortlich für diese Sendung ist Ernst Heinrichsohn, Max-Beckmann-Straße 41, 26 133 Oldenburg.